Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 67 von unserem Walkthrough. Wir starten hier, Urschneetal, Aussichtspunkt. Ich habe ein bisschen umgeskillt. Ich wollte tatsächlich jetzt mal das Fingerabdruckschild euch zeigen und auch damit ein bisschen rumspielen. Meine neuen Stats könnt ihr hier sehen. Bin trotzdem auf Kraft 60 geblieben. Stärke habe ich jetzt 58, aber ich bin eigentlich auf 48 gegangen durch meine ganzen Buffs. Habe ich natürlich dort mehr Stats jetzt drin, was ich aber jetzt gleich vielleicht ändern werde. Genau, wir machen es, glaube ich, so. Ich nehme den Stärke-Talisman raus. Ich glaube, so machen wir es. Und wir machen Großschild-Talisman rein. Erhöht die Abwehrfähigkeit. Das wird uns auch mit dem Großschild ungemein helfen. Einfach, dass wir keine Ausdauer verlieren. Wie auch immer. Wir haben ein paar Sachen, die wir holen wollen. In der letzten Folge habe ich hier oben übrigens Boli vergessen. Die holen wir uns als erstes. Dann haben wir ungefähr hier irgendwo einen Seefahrer, den wir umhauen. Und dann hier einen Deathbird. Und danach gehen wir zu Castle So. Also stellt schon mal auf Nacht. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich weiß nicht, wie weit wir schon in der Nacht vorangeschritten sind. Nacht ein Bruch. Ah, hätte jetzt gehalten, aber. Safety first. Gut, dann gehen wir erstmal und holen so unsere Boli. Ah, ich habe 210.000 Runen. Die sollte ich eigentlich gleich mal ausgeben. Habe ich es nicht markiert? Falsche Seite. Ich gebe gleich auf jeden Fall kurz mal meine Runen aus. Weil 210.000 ist schon relativ viel. Möchte ich ungern jetzt beim Seefahrer oder. Ah, sorry, Jungs. Macht das, zieht euer Ding durch. Ich will nur kurz meine Boli. Wenn ich die verliere, weil der Deathbird ist schließlich immer noch ein Deathbird. Nicht ganz ungefährlich, die Jungs. Kurz die Runen ausgeben. Kondition habe ich auch auf 40, einfach dass ich Ausrüstungsgewicht ein bisschen mehr habe. Genau, wir ziehen jetzt weiter dann wieder Geschicklichkeit hoch. Stärke, Geschicklichkeit jetzt ein bisschen gleich auf. Dann gehen wir zu Marker Nummer 2. Halten uns am besten einfach rechts, weil hier kommen die ganze Zeit Skelette. Da unten haben wir den Seefahrer. Und Schnecken. Schnecken, Schnecken, Schnecken. Ihr wisst ja, die sind nicht ungefährlich. Ah, genau. Sollte ich auch gleich nochmal erklären. Weil ihr könnt sehen. Ich kann quasi jetzt alles blocken. Ja, Seefahrer halt. Ne? Haut einfach drauf, macht den platt. Helfens Schwitzturm, ja, sieht cool aus, ist aber leider nicht so gut. Aber auch nicht unbedingt schlecht. Auf mein Fingerabdruckschild habe ich quasi nichts gemacht, so dass ich mein Skill weiterhin benutzen kann. Finde ich relativ wichtig, gerade bei Bluthund. Es ist sehr wichtig. Von hier aus wollen wir uns einfach nur rechts an der Klippe entlang durchschlagen. Weil dann dürfte hier unten gleich der Bird erscheinen. Einfach hier lang laufen. Da können wir schon sehen. Können wir unser Mimik rufen. Wo ist er denn? Eigentlich unten, oder nicht? Oh, hallo. Da bist du. Ja, mein Schild. Oh, ich habe aber schon viel Leben verloren, merke ich gerade. Und habe einen Mana-Trag geschluckt. Kurz hier mal sortieren. Jetzt.
können wir gegen dich kämpfen. Trotzdem auch mit unserem OP-Schild trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, gerade auch was Ausdauer angeht. Also ihr seid jetzt nicht unsterblich. Behaltet das trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf. Das Schwert, was wir jetzt bekommen, oder Speer besser gesagt, Todesritual, Speer, ja, Death Poker ist auf jeden Fall besser. Den wir mal von einem Deathbird bekommen haben. Wirklich viel besser. Deswegen mehr braucht man eigentlich auch gar nicht zu erwähnen. Hier könnt ihr ein bisschen von den Fulgurblüte einsammeln. Und dann gehen wir da hinten zum Eingang. Holen uns kurz den Grace. Ich werde auch das Mausoleum runterbringen, einfach weil es so laut ist. Hier hin, holen uns den Grace, weil wir gibt, also ich bin schon ein, zwei Mal bei dem Mausoleum gestorben. Das ist ein bisschen aggressiver als die anderen. Seid da ein bisschen vorsichtig. Ein, zwei Mal hitten, gucken, was er macht. Da kommt der Step. Ja, aber die Regel bleibt gleich. Vorsichtig. Jetzt, komm, runter. Nee, noch nicht. So abgefahren laut. Komm, jetzt kannst du. Jetzt wird ein Stein noch genau. Mit dem Mausoleum down können wir kurz einmal rasten. Weil ich die Ultima-Tränke eben komplett aufgebraucht habe. Und wir stellen nochmal auf Tag. Hier wollen wir jetzt rein. Wir wollen auf jeden Fall unser Mimic auch benutzen für den Part hier. Ah, mein Elixier, das kann ich mal ändern, weil ich möchte die Bubble zurückhaben. Ich weiß gar nicht, was wir da drin haben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jedes Mal die Bubble... Ah, okay, Runenverlust. Ja, ist ja nicht verkehrt. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen die Bubble. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, oder? Ja. Bubble ist schon in Ordnung. Wir haben jetzt hier zwei Clown-Bässchen. Die wollen wir am besten mit unserem Mimic bekämpfen. Ihr könnt hier so ein bisschen... Ja, Vorsicht, Frostbite tut weh. Falls ihr Probleme habt, könnt ihr mal wieder raus. Weil die folgen euch hier nicht. Ich will eigentlich nur rein und mein Mimic holen. Entspann dich doch, Digga. Mein Gott. Zwei kommen. Ich weiß nicht, wo Nummer 2 ist, aber ist mir auch gerade relativ egal. An der Ecke, ne? Okay. Genau, mit den beiden tot. Und wir hier in der Ecke noch das Item. Upp. Kurz Mana auffüllen. Und gehen wir kurz hier hinten in die Ecke. Nach oben braucht ihr nicht. Wir nehmen einen anderen Weg. Wir kommen dann quasi da oben raus. Nur wir holen uns auf dem Weg dann halt noch ein paar Items extra.
Was natürlich immer gut ist. Warum ist es so abgefahren dunkel hier? Ich habe da auf Tag gestellt. Genau, wir rennen einmal durch. Das ist ein Shortcut nachher zum Boss. Geradeaus. Wir wollen dann jetzt hier rechts in den Raum. Schnecken killen. Ich dachte, der ist schon tot. Alright, Schmetterlinge und dann die Leiter nach oben nehmen. Jetzt wird es ein bisschen tricky hier oben. Wir holen uns erstmal das Item hier. Hier sind jetzt zwei Ballisten, die auf uns schießen. Entweder natürlich mit Rollen ausweichen oder mit eurem Großschild einfach blocken. Ja, ihr könnt auch sehen, da schmeißen auch ein paar Jungs mit Feuerbällen nach euch. Das wollte ich eigentlich nicht. Genommen. Mit dem Großschild könnt ihr einfach. Vorsicht, der andere schießt jetzt auch von dort hinten. Ah, ich. Genau, jetzt wollen wir einfach durchrennen. Sobald das. Hier erwischt er euch nicht mehr. Dann können wir den umhauen, wenn wir gut wären. Wo ist er hin? Ist er runtergesprungen? Ich höre ihn doch. Da. Okay, mit den beiden down. Wir kommen gleich nochmal hier hoch und gehen dann quasi hier hin. Ah, du kleiner Drecksack. Du fliegst aber nach unten immer dann, ne? Ja. Aber wir kommen gleich nochmal hoch. Erstmal gehen wir hier runter, holen uns ein Bild und machen ein paar Ratten platt. Wo sind die Ratten? Ist das nicht der Rattenraum? Sekunde. Danach Treppe. Leiter vorsichtig besitzen. Erstens, ne? Leiter runter für Bild, Shortcut, danach wieder hoch. Und über das Zelt aufs Dach für Axt. Okay, keine Ratten. Scheint wohl richtig zu sein. Eigentlich müsste man aufs Dach kommen, sehr gut. Und dann wollen wir hier hin. Und danach hier runterspringen. Kleiner Drecksack. Die Hunde umhauen. Sekunde. Genau, da wäre das ist die Tür, die wir aufgemacht haben. Aber wir wollten ja vorher noch die Axt. Das ist übrigens hier der Weg, den wir am Anfang genommen hätten. Wir wollen dann einfach hier weiter. Sekunde, da sind noch Boli. Habe ich die aufgehoben? Ich habe Boli aufgeschrieben. Vielleicht hier hinten? Ja. Ist das die Boli? Ne, ist Phosphat. Auch okay, aber ist nicht das, was ich eigentlich aufgeschrieben habe. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch schon gepackt oder genommen. Ohne es zu merken. Weil da ist auch auf jeden Fall nichts. Wie auch immer, wir wollen weiter hier rein. Einmal hier rum. Jetzt haben wir hier ein paar Geister, die kommen. Einer, der auch von oben nach uns wirft, den können wir erstmal ignorieren. Wir wollen hier hoch. Nochmal ein paar Geister umhauen. Wo seid ihr? Goldene Rune 10, genau. Jetzt auf der Treppe kommt
Ritter, die sind relativ gefährlich. Mit unserem Schild haben wir natürlich, die prallen quasi einfach ab. Und wir können den Konter auspacken. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit gegen die. Ansonsten seid einfach vorsichtig. Ihr kennt den Drill mit denen. Die sind nicht zu, dürft ihr auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber ja, mit unserem Schild. Oh, das ist gut, Rüstung der verbannten Ritter. Genau, dann schnappen wir uns noch das Item hier. Wir können uns den Grace schnappen. Ich würde euch aber noch nicht raten zu rasten, einfach weil dann der Ritter zurückkommt. Müsstet ihr nochmal besiegen. Könnt ihr natürlich auch. Aber wir müssen noch einmal hier raus. Und rechts hoch. Kurz auf meine Notizen gucken. Dann rein für Grace. Wieder raus und die Leiter nehmen. Und rechts für Schmiedestein. 5. Genau, danach wollen wir hier geradeaus. Eine Rune 9. Und bei den Wölfen und Ritter Steinschwertschüssel. Vorsicht, der tut weh. Vielleicht ihn als erstes. Auch hier ist wahrscheinlich das die beste Taktik. Oh yeah. Oh, was? Oh oh. Ah, die haben wir ja eben schon bekommen. Auch gegen die Wölfe, ihr könnt sehen. Fallen ab! Und danach können wir sie einfach vernaschen. Nehmen wir kurz den Klumpen Fleisch noch auf. Ich weiß gar nicht, hier oben ist noch der Steinschwertschlüssel auf jeden Fall. Und das war's dann. Danach könnt ihr eigentlich wieder zurück zum Grace. Ich werde jetzt laufen, weil ich eine verdammte PS4 habe. Dann können wir noch ein Level ausquetschen. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt, ich denke mal, welches Level haben wir jetzt gerade? Wenn wir hier mit dem Berggipfel durch sind, dürften wir locker 140, 143 sein. Also wir machen hier gut Level. Genau, rastet auf jeden Fall kurz. Und dann, hier bekomme ich 3, hier bekomme ich auf jeden Fall 5. Was verdammt vieles. Alright. Der dürfte uns eigentlich nicht sehen, genau. Da wollen wir uns hier das legendäre Schwert hier ein bisschen. Lore, kalte Sonne Souls, ägyptische Finsternis. Ja, genau. Legendäres Schwert, was wir für unsere Trophäe brauchen. Leider nicht so gut. Eigentlich nur gut im PvP. Eine Sekunde, ich muss so kurz. Ja, genau. Wir wollen als erstes hier hoch. Also wirklich nur gut im PvP. Wir wollen erstmal hochklettern. Dann haben wir hier einen. Den ignorieren wir erstmal. Hier kommen wir gleich wieder hin. Wir wollen erstmal geradeaus laufen und quasi gegen Ritter Oleg kämpfen. Schießt ihn auf gar keinen Fall von hier ab, weil der teleportiert sich und haut euch dann so schon kaputt. Ich dachte, ich könnte sneaky. Auch hier, ihr seht, der prallt ab. Außer bei der Attacke. Die verdammt wehtut. Ciao, Oleg. Samba, Oleg. Dann holen wir uns hier den Talisman und wieder zurück und springen dann beim Bogenschützen runter. Kurz auf meine Notizen gucken, aber nicht, dass ich runterfalle. Unbogen. Weiter runternehmen, Schmiedschein 7 und Runenbogen. Ich glaube, das ist jetzt gleich der Raum mit den Ratten. Genau, dann einmal hier hin. Also wie gesagt, den Typen könnt ihr ignorieren. Müssen auch nicht darüber springen.
Wir wollen hier runter. In der Leiter. Ja, das ist der Raum mit den Ratten. Vorsichtig, viele Ratten eigentlich. Ja. Genau, da haben wir hier einmal Schmiedschein 7. Dann wollen wir raus und rechts rum für den Runenbogen. Und dann geht's schon Richtung Boss, oder? Sekunde, zurück zur Kirche. Ja. Genau, Kirche der Finsternis. Für den nächsten Part wollt ihr auf jeden Fall auch einen Bogen haben. Armbrust, was auch immer. Irgendwas, womit ihr... Oder eure Zauber. Irgendwas, womit ihr auf die Ferne kämpfen könnt. Weil es ansonsten sehr tricky werden kann. Ich werde jetzt einfach dann mal... Wir haben ja die Armbrust. Genau, die werde ich ausrüsten. Schön schleichen. Und da oben müsste jetzt ein Gegner runterhängen. Genau da oben. Komm, ich will dich. Ja. Und die wollen wir auf jeden Fall abschießen. Bevor die schreien. Also die dürfen euch nicht sehen. Wir schleichen jetzt weiter hier rum. Weil wenn die euch sehen, rufen die einen Haufen. Wirklich einen Haufen Leute. Und es könnte tricky werden. Ah, guck mich schon an. Genau, sobald die tot sind, können wir auch wieder, sind wir frei und können alles machen. Weil die rufen dann, ich glaube, drei von diesen Rittern, die wir gerade eben bekämpft haben. Und das wird dann, ja, nicht ganz so witzig. Da gegen drei zu kämpfen, könnte tricky werden. Ist nicht unmöglich. Ich habe es ja beim ersten Mal auch geschafft, aber... Könnte tricky werden. Wo ist denn der Vogel? Ich höre doch. Der boxt hier rum. Alright. Jetzt haben wir den Bosskampf. Wir haben hier erstmal den Shortcut. Was wir machen können. Ach. Kurz aktivieren. Einfach um ihn zu haben. Wir könnten ein Item craften. Und zwar. Genau das hier. Bestörender Ast. Betörende Ast. Und zwar können wir den gegen die zwei Ritter, die, wie heißt er nochmal? Sekunde, Nil beschützen. Das können wir bei denen benutzen und die bekämpfen dann in der Zeit Nil und wir können einfach nur abwarten, bis die Jungs tot sind. Ja. Ist ein bisschen tricky. Es dauert, bis das Ding rauskommt, bis die Rauchwolke rauskommt. Aber alle zu bekämpfen gleichzeitig ist auch tricky. Deswegen ruft euer Mimic. Rüstet betörender Ast aus und dann ab dahin sprinten. Und ich hoffe, dass ich es rauskriege. Ja, genau. Erstes raus. Zweiten werde ich jetzt auch noch schnell machen. Was nicht klappt. Ja, komm. Ihr wisst, wie es gemeint war. Vielleicht auch so. Wollte einfach mal ein bisschen Coolness hier reinbringen. Ansonsten. Oh, Frostbite tut natürlich weh. Wir jumpen vorsichtig. Macht er quasi eine Blitzwelle um sich rum. Ja, das Einzige, was gefährlich ist, ist die Attacke. Weil die Frostbite machen und dann mit dem Follow-up. Ansonsten ist mir auch kein Problem. Au! Und das war's. Veteranenprothese sieht witzig aus, ist aber leider nicht ganz so gut. Und dann wollen wir weiter und uns das Helic Tree Medaillon holen. Die zweite Hälfte davon, dass wir dann quasi auch zum Helic Tree, Helic Tree kommen. Da war jetzt bestimmt ein Grace, den ich vergessen habe.
Weil ich zu schnell war. Ich hole ihn mir noch. Ich werde hier zwar nie wieder zurückkommen, aber ihn einfach zu haben. Vielleicht auch Runden ausgeben. Weil ich bin einfach zu schnell durchgerannt. Ja, aber das mit dem Turnast, ja, ist eine witzige Idee. Tatsächlich habe ich es bei meinem ersten Playthrough so gemacht. Weil ich da auch noch keinen Mimic hatte. Ja, das war für mich die beste Lösung. Die beiden Ritter erstmal aus dem Weg zu räumen mit dem Ast und dann quasi Nil umzuhauen. Aber jetzt ist eh sowieso alles leichter. Deshalb war das gar nicht nötig. Die Hose ist cool, aber oh Mann, ich sehe immer noch aus wie ein Depp. Und eigentlich geht es auch immer mal ein bisschen um Fashion. Hier haben wir jetzt die linke Seite. Ist hier noch irgendwas oben? Nein, ne? Ich weiß nicht, warum hier so viele Blutflecken sind. Warum wollen die? Das ist dämlich. Aber gut. Alright. Okay, als nächstes. Jetzt haben wir Castle Soul gemacht. Wir wollen uns jetzt hier den Baum. Da haben wir noch einen Erdenbaum, den wir bekämpfen. Danach wollen wir zu Bruder Cohen hier hin. Warum habe ich schon wieder 3 und 2? Wo ist die 1? Da ist die 1. Also einmal den Erdenbaum. Dann Bruder Cohen. Dann haben wir hier in den Ruinen noch was, was wir machen wollen. Danach machen wir das Bild, was wir gerade eben gefunden haben. Und hier dürfte irgendwo ein Händler sein. Die 5 machen wir jetzt noch schnell. Bevor wir dann die Folge beenden. Wie sind wir in der Zeit? 27 Minuten. Ja. Ja, vielleicht. Sollte hinhauen. Dann haben wir auf jeden Fall diesen Teil vom Berggipfel abgeschlossen. Der nächste Teil wird auch nicht so lang dauern. Der wird zwar super ätzend, aber nicht so lang dauern. Ah, genau, wir wollen hoch zur Brücke. Und hier dann rüber steppen. Erdenbaum sollte klar sein. Ist nichts Neues. Was habe ich denn da hinten leuchten sehen? Ich möchte richtig kurz. Ne, das ist einfach nur ein Gegner, der da unten rumsteht. Im Turm, okay. Ne, ist nur eine Marionette. Alright. Mimik rufen. Bubble. Waffe buffen. And here we go. Here we go. Ja, ich dachte, es gibt mir iframes. Hat es nicht. Stimmt, der splittet sich, aber ihr bekommt, also ihr könnt auch egal wen hauen. Dadurch bekommen beide Schaden. Wollen sie sich was Cooles überlegen, aber trotzdem sind die Erdenbaum echt schwach. Muss man mal leider sagen. Himmelblaue Kristallträne und Purpurrote. Dann wollen wir weiter. Hier gibt es leider nichts außer Halbmenschen. Trotzdem schaue ich mich immer mal so ein bisschen um. Dich will ich einfach. Spaß. Hier vorne müsste noch eine Rune 10 sein, glaube ich. Bist du eine Rune 10? Genau, du bist eine Rune 10. Und dann wollen wir weiter zu Bruder Korn und Gold Mask und einen Dunkelschmiedstein 9. Und mit den beiden reden. Über die goldene Maske. Rhythms betray a conceit, but I dread to even somehow tell me if I only why would he
Übrigens, eure Gebetsbücher und alles, das könnt ihr natürlich wie immer abgeben. Aber da ich keine Zauber etc. benutze, vergesse ich das immer wieder. Trank des Vergessens überreichen könnt ihr machen, es ändert aber tatsächlich nichts. Und er lehnt ihn eh ab, also wir können es drücken. Und ja, es ändert nichts. Aber die Questline dauert auch nicht mehr so lange. Könnt auch kurz mit Goldmast interagieren. Danach wollen wir weiter zu den Ruinen. Hierfür brauchen wir kurz einen Summon. Was mache ich? Packe ich mir jetzt hier mal rein. Und zwar haben wir ja vor Ewigkeiten diese Qualle hier bekommen. Asche der Geisterqualle. Die brauchen wir jetzt. Gehen wir einmal nach hier hinten. Ihr könnt die Qualle auch schon sehen. Genau, und wir wollen die Schwester von ihm rufen. Dear Sister. Ja, ich habe sie mitgebracht. Genau, und dadurch sollte das Siegel hier eigentlich gleich brechen. Perfekt. Und wir können die Tür öffnen. Und bekommen dann einen nicht so guten Talisman. Ruhestürmer Steinklinge verringert die, ich glaube, FP von euren Zaubern, aber ihr bekommt so viel Leben abgezogen. Ich glaube 300 ungefähr. Also nicht, das lohnt sich einfach gar nicht. Also ich lasse mir nicht 300 Leben abziehen, um dann einfach ein bisschen weniger FP für meine Zauber zu zahlen. Das lohnt sich nicht. Was sich aber lohnt, ist unser Bilderrätsel, was wir jetzt machen werden, noch schnell. Einmal hier hinten zur Brücke. Das hier oben. Skelette übrigens. Vorsichtig. Die schießen. Das wird. Kann ich die Map nicht öffnen? Ernsthaft? Wie nervig. Egal. Wir wollen eh weiter zum Händler. Haben wir hier rechts rum. Hier ist übrigens da, wo wir gegen den Bruder von, also wo wir den letzten Auftrag für Haus Vulkan gemacht haben. Da ist der Strom nach oben. Man hätte also auch den Weg nehmen können. Aber dann hätten wir einiges verpasst. Das ist quasi für die Leute, die einfach nur schnell durchsprinten wollen. Für die Speedrunner unter uns. Hier nochmal kurz zum Händler. Der hat natürlich wie immer Runenbogen, die ich sehr gut finde. Einfach das hier mitnehmen. Ballista-Bolzen, Bolzen, ja, haben wir eigentlich genug. Lager, ja, können wir ein bisschen auffrischen, aber ist eigentlich ohne Sinn. Großpfeile, ja, haben wir auch genug. Benutzen wir auch nie. Steinschwertschlüssel, kauft sie einfach. Kostet nichts. Und von hier aus sind wir eigentlich fertig. Ja, was ihr machen könnt, was wir auch mal kurz machen werden, da jetzt der Seefahrer tot ist, können wir da ein bisschen besser durchsprinten und können quasi, da sind ein paar Rune 10, Rune 11, was weiß ich. Ich habe es nicht mal wirklich aufgeschrieben. Einfach weil trotzdem auch die großen Skelette da immer kommen und das ist nervig und ja. Aber wir können da trotzdem die Sachen da sammeln. Ihr könnt sehen,
treffen euch nicht. Einfach. Einfach rennen. Und überall verteilt sind Runen. Einfach ein bisschen hin und her laufen. Sehe ich natürlich nicht eine einzige Rune. Ich will euch Runen zeigen. Aber hier ist nicht eine einzige. Aber ich weiß, dass hier Runen sind. Da haben wir doch. Oh wow. Menschenknochensplitter. Das ist nicht das, was wir hören wollen. Rune 11. Also überall so ein bisschen verteilt jetzt, wo der Seefahrer down ist. Und so laufe ich immer tatsächlich zur Vorbereitung alles ab. Immer von links nach rechts. Und schreibe dann alles auf. Deswegen bin ich diese Dinger hier eigentlich schon tausendmal abgelaufen. Aber das hier habe ich nicht unbedingt für nötig gehalten, das aufzuschreiben. Ja, genau. Weil es mich jetzt auch schon wieder nervt. Da oben haben wir noch was und das war es dann, was ich auch mitnehme. Ne, was habe ich denn gesehen? Ich habe doch irgendwas im Augenwinkel gesehen. Was Leuchtendes. Ja. Da. Genau, Rune 10. Ja. Es lohnt sich nicht, wie auch immer. Nächste Folge machen wir den ganzen Spaß hier. Dort können wir dann auch darüber und können hier irgendwo ein Heldengrab machen. Genau hier. Das hier wird die Hölle. Wirklich. Es ist aber mehr. Das hier ist der Bossraum. Kurz und knackig. Wir werden durchrennen, ein paar Sachen erledigen. Nicht wirklich gegen Gegner kämpfen, einfach weil... Das sind Riesen, das sind große Hunde, die tun alle weh und die sind einfach nur nervig. Und es gibt wirklich super wenig Items dort zu holen. Also nicht mal so, dass es sich irgendwie lohnt, da gegen alles zu kämpfen. Was ich getan habe und was nervig war, da könnte vorne schon den ersten Riesen sein. Wie auch immer, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Würde ich sagen, sehen wir uns dann, Leute. Also, Leute.